habe meine Beiwaffe verloren. Die hat wahrscheinlich in einem Hotel gestanden, die hat wahrscheinlich in einem Internet gestanden. So, jetzt habe ich natürlich auf dem Schlachtfeld nicht die Auswahl, nach Hause zu gehen, um mir etwas anderes zu holen. Da sind doch ungefähr 500 Leute, die mich daran hindern mögen. Dementsprechend muss ich benutzen, was ich habe, sonst gehe ich gar nicht mehr nach Hause. Das heißt, ich nehme das, was ich habe, das ist in diesem Fall mein Rüstung, mein Panzerhandschuh, der meine Handschuhe schützen. Das wäre sie auch, wir sind schützen wieder vor allem in dem Fall vor der gegnerischen Linie und teilweise auch von der eigenen. Man kann das genug schneiden. Das müsst ihr ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das Verständnis der Technik. So, ganz grundsätzlich unter dem Fuß meine Hüfte nach vorne, sodass ich im vorderen Sinn beuge. Und dann beuge ich mir noch ein wenig die Hüfte. Und wenn ich dann wirklich spannend im Oberschenkel bin, das Ganze heißt, das ist das Endstand-Variante, das heißt offener Stand. Einfach gleich hier dazwischen noch was tun. Das ist aber im Prinzip jetzt der einzige Stand, den ich in dieser Welt habe. Wir haben viele. Also die Guardia ist das deutsche Wort Garde, ja, ja. Direkt von der Guardia. Wir haben jetzt sehr viele davon. Wir brauchen heute zwei. Das wird ein bisschen einfacher. Die erste, die wir brauchen, nennt sich Codalonga Estretta. Ich übersetze es nur einmal. Es ist der lange enge Schwanz. Was wir brauchen, ist die Guardia Testa, das ist die sogenannte Kopfhut. Wir nennen sie im Training auch immer sehr gerne die Uschi-Parade, weil sie nämlich genau das darstellt. Wie kommt von oben Uschi? Und dann gibt es noch, und wenn ich das Ganze aus Codalonga einfach nach rein einwärts kippe, mit einer Handdrehung, komme ich im Quarter die Färbung. Viel mehr werden wir nicht brauchen. Normalerweise liegt von den Tipp der gegnerischen Dinge. Das heißt, grundsätzlich werden wir hier immer die linke Hand in der Nähe des Schwertgefäßes postieren. So. Das erste Stück ist ganz einfach. Agente, deswegen Agente Paciente. Das heißt, der Agente ist immer der agiert, der das Tempo eröffnet. Der Paciente ist der passiv bleibt und darauf warten muss, dass er das Tempo eröffnet wird. Oder den Anwender dazu bringt, das Tempo zu öffnen. Das ist ein Taktik. Der Agente greift einfach mit zum Kopf an. Ganz einfach. Die Verbot ist für euch in Deutschland ein rechter oder linker Oberhaupt. Das dürft ihr sogar aussuchen. So. Ich versetze hier. Streite vor, greife hier jetzt von innen seine Schwertklinge, drehe die nach außen und mach sie gut. Okay? Willst du bei der Begleitung, oder? Okay. So, genau das wird noch was vorher groß gesagt. Komm. So, genau, das Problem ist nämlich, wenn Sie hier nämlich haben, etwas zu viel dabei haben, das ist selten oder so, und ich greife hier rein, dann drücken Sie mich ab. Das kann ich mit dem Panzer handeln, ohne Probleme aufnehmen. Also wie gesagt, nochmal. Greif hier wirklich die Knie.
die sich aus. Machen weg. Ihr müsst immer bedenken, das muss schnell gehen. Da sind wir gerade noch 50. Die wollen alle bedient werden. Okay. So, natürlich gibt es für jede Technik auch eine Gegentechnik. Wäre ja sonst nicht lustig. So, wenn ich jetzt angreife, so wie man das macht, ja, das ist so, ich merke, sie will jetzt, sie kommt vor und will reingreifen. Cool. Und das funktioniert auch. Ganz einfach. Der Haken an der Geschichte ist zweierlei. Einerseits natürlich, ich muss erkennen, dass sie jetzt nach vorne kommt und zu meiner Klinge greifen möchte. Andererseits, ich muss meine Vorwärtsbewegung steuern. Wenn ich einen Hieb mache, das war jetzt bei der Arme erklärt, dann mache ich eben keine großen Auswahlbewegungen, sondern das ist eine kurze Bewegung ins Ziel hinein. Ich kann das jetzt mit Schritt machen, ich kann es mit Ausfallschritt machen, vollkommen egal. Das Wesentliche ist, ich habe hier eine Vorwärtsbewegung. Diese Vorwärtsbewegung, wenn ich sehe, dass sie reingreifen, jetzt erstmal, muss ich jetzt umlenken. Und dieses Umlenken passiert mit einer sogenannten Voltus-Persona. Das ist eine Drehung des Körpers. Yeah.
Das ist ja Wikipedia. War das dein Artikel, den du falsch geschrieben hast? So, jedenfalls bin ich jetzt selbst mit der anderen Patienten. Ich stehe mit dem rechten Fuß vorne und wurde dann jetzt besser, habe meine linke Hand mit dem Handschuh wieder übernehmen und wieder beschwert. So, das erste, was ich gerade sage, ist täusche an. Und zwar täusche an, wenn ich nicht gefährdet mache. Das heißt, wenn ich stoße, wenn ich geschlossen habe, ich stoße. Normalerweise macht man Schüsse. Ich schiebe den Stoß durch den Körper durch. Eine gute Erfahrung war es, dass ich den Stoß mit dem Körper führe. So. Wenn Sie mir jetzt das Schwert versetzt, das ist das, was ich vermute und eigentlich auch will, dann mache ich hier eine Innovation nach außen. Ich greife jetzt hier den Schwert. Wie lange seid ihr eigentlich verheiratet? Gar nicht. Sie ist mit ihm verheiratet. Ihr seid gar nicht verheiratet. Nee. Meine Sprache, deswegen läuft das. Deswegen läuft das. Genau. Genau. Mein Herr Meister. Die Formulierung hat sich wirklich besser. Sie sind nicht verheiratet, aber sie hassen sich trotzdem. Vormachen, ich will mich nicht freiwillig. Das heißt, du sagst, dass du ungefähr so schwer sitzt.
Also die Abwehr, das haben wir ja alles vorher schon gemacht, das Rumpfziehen und so, vorsteigen, nur dass ich jetzt eben einmal direkt den Ellbogen angreife, beziehungsweise und oder das Gesicht. Okay? Gut.